In keinem der zahllosen sowjetischen Geschichtswerke über den Zweiten Weltkrieg findet sich sein Name. Dabei war Andrei Andrejewitsch Vlassow bis 1942 einer der bekanntesten Heerführer der sowjetischen Armee, berühmt als Verteidiger Moskaus. 1942 geriet er in deutsche Gefangenschaft und wechselte die Seiten, wollte mit den Deutschen Russland von Stalin befreien. Darin liegt dann wohl auch das Rätsel, dass der Name Vlassow in den sowjetischen Geschichtsbüchern fehlt. Hartmut Schade über das wechselvolle Leben des heute vor 120 Jahren geborenen Andrei Vlassow. Kein Rückzug. Stalins Befehl ist unmissverständlich. Und so muss Generalleutnant Vlassow ohnmächtig mit ansehen, wie die Deutschen seine zweite Stoßarmee bei Leningrad einkesseln und aufreiben. Zehntausende Rotarmisten fallen in sinnlosen Kämpfen. Vlassow, der schon die Ermordung tausender Offiziere im Zuge der stalinschen Säuberungen erlebt hat, reicht es. Bürger, Freunde, Brüder, der Bolschewismus ist der Feind des Volkes. Die heilige Pflicht gegenüber Heimat und Volk ruft euch in die Reihen der russischen Befreiungsarmee. Alle, denen die Heimat und die Interessen des arbeitenden Volkes teuer sind, sollen sich unter den Bannern unserer Armee sammeln. Andrei Andrejewitsch Vlassow hat bis dahin eine mustergültige sowjetische Militärkarriere durchlaufen. Der Bauernsohn reist mit 17 aus einem Priesterseminar aus und schließt sich der Roten Armee an. Höhepunkt seines steilen Aufstiegs, Vlassow wird als Militärberater Chiang Kai-sheks nach China entsandt. Mit Ausbruch des großen Vaterländischen Krieges kehrt er zurück und wird als Verteidiger Moskaus berühmt. Doch die dilettantische und brutale Kriegsführung Stalins, die Millionen Soldaten den Tod bringt, bewirken ein Umdenken. Länger als ein Vierteljahrhundert haben die Völker die ganze Last der bolschewistischen Tyrannei ertragen. Darum müssen wir alle Anstrengungen auf die Vernichtung dieser ungeheuerlichen Maschine ausrichten. Allen muss das Recht auf ein freies Leben und Schaffen zugestanden werden, mit dem Ziel einer Errichtung einer Gesellschaftsordnung, die den Einzelnen vor jeder Willkür schützt. Die einzige Chance dafür sieht Vlassow ausgerechnet in einem gemeinsamen Kampf mit den Deutschen. Dabei gibt es sich keine Illusion über den, so Vlassow, bösen Zwerg Hitler hin. Von diesen beiden Verbrechern ist Stalin zweifelsohne der klügere, der weit gefährlichere. Aus diesem Grunde soll er als erster bekämpft werden. Wenn es mir gelingt, für diese Aufgabe die Hilfe des anderen Verbrechers zu erhalten, so bin ich mir des Erfolges sicher. Doch Verbrecher Hitler ist strikt gegen eine russische Armee unter Vlassows Führung. Durchaus im Unterschied zur Wehrmacht, wo man sich durch die Kollaboration die eigene Entlastung und eine Demoralisierung der Roten Armee verspricht. Hitler-Attentäter Klaus von Stauffenberg sieht in Vlassow gar einen russischen de Gaulle an der Spitze einer freien Gegenregierung und einer Befreiungsarmee. Die entsteht erst, als die Rote Armee schon auf deutschem Territorium kämpft. Mitbürger, die ihr in Westeuropa lebt, eine Rückkehr in die Heimat ist nur möglich nach einem Sieg über den Bolschewismus. Ihr seid Millionen. Von euch hängt der Erfolg des Kampfes ab. Kämpft für die gemeinsame Sache mit unserer heroischen Befreiungsarmee. Die Zahlen schwanken zwischen 50.000 und 300.000 Russen, die sich der Befreiungsarmee anschließen. Sie zahlen einen hohen Preis, werden nach der deutschen Niederlage als Verräter hingerichtet. So wie Andrei Andrejewitsch Vlassow, der mit anderen Offizieren im August 1946 gehängt wird. Der Überläufer Vlassow. Und es erübrigt sich schon fast zu sagen, dass er in Russland immer noch als Verräter gilt. Ein Prager Bürgermeister, der ihm und dieser russischen Armee ein Denkmal setzen wollte, hat sich vor ein paar Jahren sofort den Unwillen Putins zugezogen.